Hallo, meine liebe Jungfrau. Ich freue mich jetzt, deine Legung vor meiner Nase zu haben. Und zwar für den Juli 2024. Beziehungsweise, wann immer du diese Legung findest, hat sie einen Zeitraum von ungefähr 4 Wochen. Und was es auch war, dass du hier drauf geklickt hast, außerhalb des Julis beziehungsweise des Junis 2024, weil da erscheint diese Legung. Schau trotzdem gerne rein, denn es kann etwas dabei sein für dich, ja? Es ist eine allgemeine Legung, deswegen spüre gut, ob eine Situation angesprochen wird, in der du dich gerade befindest. Ich werde ganz viele Möglichkeiten versuchen, rauszuarbeiten. Wir starten mit einer Kurzzusammenfassung, was du in den nächsten 4 Wochen erwarten kannst, und dann geht's los mit der Deutung. Die Karten, die ich hier verwendet habe, ist das mystische Lenormand von der Angelina Schulze. Findest du unten in der Infobox. Ebenso findest du da unten wichtige Informationen für eine persönliche Legung oder auch eine Kurzzusammenfassung dieses Videos. Deswegen lohnt sich immer, auf das kleine Wörtchen mehr zu drücken. Meine liebe Jungfrau, Kurzzusammenfassung. Es kommen Angebote und Nachrichten, von denen du jetzt noch nicht weißt, was es dir in der Zukunft bringt. Hier ist ein ganz großes Geheimnis, was das Thema Zeit angeht und was mit einem Plan zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass du dir darüber auch durchaus bewusst bist, auch wenn hier noch einige Unklarheiten und Schwierigkeiten vorhanden sind, die mit Nachrichten, mit Informationen zu tun haben, die sehr herausfordernd sind. Diese herausfordernden Nachrichten haben mit der Liebe zu einer Frau zu tun. Und das kann jetzt dich betreffen, es kann eine Freundin sein, es kann aber auch eine Nachricht, ein Geheimnis sein, was dein Gegenüber hier noch so ein bisschen verheimlicht. Ja, mein lieber, liebe Jungfrau, so viel in Kürze zu deiner Legung. Und wir starten jetzt mit der weiteren Deutung. Und zwar schaue ich mir als allererstes die unterliegende Energie an, wenn sie denn mitkommen will. Das ist ja interessant, dass die eine Karte sich jetzt nicht abgehoben hat. Ich zeige euch die unterliegende Energie, Unklarheiten und Schwierigkeiten. Beziehungsweise liegt hier mit dem Kreuzkönig auch ein Ex-Mann. Eine schwierige Person ist das, jemand, der undurchsichtig und schwierig ist. Ja, kann sein, dass es deinen Ex-Mann betrifft, wenn du so jemanden hast. Kann aber auch einfach sein, dass du hier mit Unklarheiten zu tun hast und mit Schwierigkeiten. Du, meine liebe Jungfrau, du liegst hier in der weiblichen Hauptperson dargestellt. Dein Gegenüber liegt hier in der männlichen Hauptperson dargestellt. Dieses Gegenüber kann dein Wunschpartner, Liebespartner, Ehepartner sein. Das kann aber auch jemand vollkommen anderes sein, nämlich eine Freundin zum Beispiel oder jemand aus der Familie oder aus dem anderen Arbeitsbereich, sage ich mal, ja. Also, spür rein, wer diese Person ist. Ganz wichtig. Wir schauen uns das Ganze im Detail an. Also du liegst hier als sehr freundlich, als sehr hilfsbereit, als sehr unterstützend. Vielleicht hat der ein oder andere von euch hier eine Überraschung vor. Eine Überraschung mit einem Neuanfang, das habe ich hier auch liegen. Eine Einladung zu einem Neuanfang liegt hier ebenfalls.
Eine Einladung oder ein Neubeginn mit einer Frau, der hier ebenfalls angezeigt ist, also ein paar Umwege, Komplikationen. Mit einem Neuanfang bei einer Frau kann das auch sein. Und Komplikationen und Umwege habe ich hier gleich zweimal drin liegen. Und das sind immer auch Frauen, ja. Also einmal hier ein Thema mit irgendwas Altem, eine alte Liebe. Das kann auch eine Mutter sein und die Liebe zur Mutter. Das kann aber auch die Liebe zur Mutter, also deine Mutter sein, aber auch deine Mutterschaft angehen, wenn du denn Mutter bist, dass du hier ein paar Verwicklungen noch hast, die zu lösen sind mit dem Thema Hilfe und Unterstützung oder mit dem Thema Vertrauen. Und hier habe ich sehr schön, sehr schön. Der Hund und der Bär sind im Lenormand eine Schutzkarte. Das heißt, zum einen hier das Thema Finanzen und Geld ist hier beschützt mit einem Haus, mit einer Familie oder was ein Haus, eine Familie, dein privates Umfeld betrifft. Da liegt der Schutz drauf, ja. Hilfe und Unterstützung ist auch immer das eine Thema, die ins Fließen kommt durch oder für eine Familie. Man sieht hier schon, dass das aus einer Liebe heraus passiert. Das ist eine ganz wertvolle Liebe, ja. Aber auch eine Liebe, die wieder für Komplikationen und Umwege sorgt. Also sowohl als auch, ja. Die Karte hier mit der Investition in etwas in der Öffentlichkeit, da gibt es irgendwas Vertragliches und da sind noch Unklarheiten und Schwierigkeiten, denn da unten drunter habe ich den Vertrag und Beziehungen und Partnerschaften liegen. Also zum einen investierst du wahrscheinlich hier jetzt in einen Neuanfang, in eine Beziehung, Partnerschaft oder in etwas Vertraglichen. Kann sein, dass du hier einen Arbeitsvertrag unterschreiben möchtest. Kann aber auch sein, dass es um, wenn es nicht die Arbeit ist, eine Ausbildung, eine Lehre geht. Vielleicht möchtest du noch irgendwas dazu lernen. Das muss jetzt tatsächlich nichts mit dem Arbeiten, mit einer beruflichen Situation zu tun haben. Es kann auch einfach sein, dass du für dein Hobby, für dein Wohlbefinden hier etwas dazulernen möchtest. Ja, das wäre nämlich auch so eine kreative Arbeit, habe ich hier auch liegen, die mit noch ein paar Komplikationen und Umwege zu tun hat und einem Neuanfang auf Liebesebene oder was ein Herzensprojekt betrifft. Ein Herzensprojekt habe ich jetzt, wenn ich jetzt mal bei dem Herzensprojekt bleibe, dann braucht es hier noch einige Entscheidungen. Das ist ja auch interessant. Das hatte ich so, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe hier in der Mitte zweimal die Schlangen und unten drunter die Entscheidungen. Das ist ja hochinteressant. Ich habe hier den Eindruck, dass es um zwei Frauen geht, die dir ans Herz gewachsen sind. Gut möglich, dass du hier auch für einen Schutz darstellst für diese zwei Frauen. Und da sind jetzt wichtige Entscheidungen ein Thema. Und das Thema sehe ich hier in der Mitte mit einem Haus, einer Familie, da gibt es Sorgen, da gibt es Ängste bezüglich der Stabilität und Sicherheit. Ich habe im Übrigen zwei Häuser hier liegen und hier habe ich ein Haus, da knabbert was dran. Ein Haus ist loszulassen, drei bis fünf Themen mit dem Haus. Eieiei, was ist denn hier los, meine liebe Jungfrau? Eieiei. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es jemand in deinem
Freundeskreis, ist das das eine Freundin oder eine Arbeitskollegin ist und das hier ist jemand, der in der Öffentlichkeit steht, das ist eine Geschäftsfrau vielleicht. Und da ist auch ein Neubeginn angezeigt mit der Familie oder mit einem Haus. Also ich glaube nicht, dass das zwangsläufig alles nur direkt mit dir zu tun hat. Was aber wahrscheinlich mit dir zu tun hat, und der Berg liegt drinnen und ich muss gähnen. Also es ist jedes Mal wieder faszinierend, auch für mich. Diese Pause, die da manchmal ist, ist entweder, wenn ich nachdenke, die Gedanken, das, was reinkommt, an Informationen in Worte fasst. Oder ich muss hier manchmal auch gähnen, wenn ein Berg zu sehen ist. Und dadurch löst sich dann schon eine Blockade. Eine energetische, ihr Lieben. Natürlich, ne, hier die energetische Blockade, die mit Sicherheit da Thema ist bei diesen zwei Frauen. Und hier drei bis fünf Themen innerhalb einer Familie. Und das Familienthema bzw. das Thema Stabilität und Sicherheit, das scheint wieder etwas zu sein, was jetzt dann dich betrifft, ja? Vielleicht sicherst du hier irgendwie was oder also es kann auch immer in beide Richtungen gehen, ja? Das Neuanfang, also definitiv fängt hier was Neues an, ja? Ein Neuanfang, eine positive Veränderung für etwas Neues in kleinen Schritten bei einer Frau, was noch ein bisschen kompliziert ist, weil hier eine Herzensblockade da ist. Diese Herzensblockade kann ganz viel Verschiedenes sein. Das können Verletzungen aus früheren Partnerschaften sein. Das können Vorstellungen, Gedanken sein, die sich nicht so erfüllen. Das kann natürlich auch mit dem Außen zu tun haben, weil auch das Außen liegt hier dran. Eine Investition, die man hier von Herzen gerne machen würde, aber da sich plötzlich gewisse Sachen rauskristallisieren, die so nicht funktionieren, ja. Das kann hier zum Beispiel auch sein. Ich habe hier auch eine Firma, eine Behörde liegen und eine Frau. Also es kann sein, dass hier eine Firma, eine Behörde, die mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, hier eine positive Veränderung ins Haus bringt. Das kann eine Arztpraxis sein, das kann eine Arbeitsstelle tatsächlich sein für den einen oder anderen. Wenn hier, da muss aber noch ein bisschen, egal wie es ist, also da muss auf jeden Fall auch noch einiges an Schwierigkeiten überwunden werden. Und mit dem Anker auch dran gearbeitet werden. Das habe ich hier auch so, ne? Das kann hier auch ein Chef sein tatsächlich. Vielleicht hast du hier, und das sehe ich dann auch schon eher so wieder die Beziehung bei dir, die Verbindung zu dir als zu diesen Frauen hier. Vielleicht hast du hier tatsächlich vor, eine Arbeitsstelle anzutreten, die mit etwas sehr Schönem zu tun hat und bewirbst dich hierhin. Und da ist so ein bisschen das Geheimnis drauf, dass mit Sicherheit da ein Erfolg kommt. Wenn hier so ein paar herausfordernde Nachrichten losgelassen werden. Also das sind Nachrichten, die mit einem Reifeprozess zu tun haben.
Ich habe auch den Eindruck, dass hier noch was zu regeln ist, ja. Denn die Lilie sagt auch immer so, und gerade hier diese Eigenermächtigung bekomme ich hier rein. Hier ist so dieser Selbstzweifel angezeigt, ja. Und da ist so eine Reife. Prozess gerade am Werden und da verändert sich auch etwas, sehe ich. Dieser Reifeprozess, der hier angezeigt ist, der kann dann tatsächlich zu etwas Wundervollem führen. Vielleicht hast du also die Konstellation wäre tatsächlich eine Kosmetikfirma, eine irgendwas Kreatives. Was gibt es denn noch? Alles, was so im Bereich Verschönerung ist. Etwas schöner machen, etwas ja, kreativ gestalten. Da ist beruflich ein Neubeginn Thema oder möglich. Und dieses Thema habe ich hier wieder bei einer Frau, bei der ersten Tochter, dem dritten Sohn. Bei einer herzlichen Frau, und da habe ich nochmal die Tochter, die den dritten Sohn liegen. Und ui, was ist denn das? Die Fische liegen bei dir. Die Fische stehen für ein Seelenleben. Beziehungsweise mit den Sternen habe ich hier so ein bisschen auch das Thema der Erschöpfung liegen. Ich habe hier allerdings viele Punkte da, die mir sagen, dass also hier ist Hilfe und Unterstützung auf Seelenebene definitiv das Thema. Hilfe und Unterstützung, was das Thema Finanzen angeht, ja. Das kann jetzt gut möglich sein, weil ich hier den Einfluss eines Chefs habe oder den Einfluss einer Arbeit, dass du dir vielleicht hier mit Gedanken machst, etwas zu beenden. Also ich habe hier eine Transformation, die sich auch abschließt im Übrigen. Etwas Wertvolles endet, ja. Es braucht ein bisschen Vertrauen noch, damit hier etwas in die Umsetzung geht, in die Erneuerung. Und diese Erneuerung kann tatsächlich eine neue Arbeitsstelle sein. Ich habe hier auch einen Bruder liegen oder einen jüngeren Mann, der hier einen Einfluss hat, der wertvoll ist, um etwas zu beenden. Und das Kleeblatt liegt hier im eigenen Haus. Also meine liebe Jungfrau, was es auch ist an Angeboten und Chancen, die dir hier noch nicht klar sind, ja, ich habe den Eindruck, dass hier die Klarheit tatsächlich kommt. Ne? Wir haben die Unklarheit, die unten drunter liegt. Aber schau mal, du spiegelst dich hier auf die Klarheit. Meine liebe Jungfrau, ich habe auch noch einen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass du deiner Klarheit hier nicht vertraust. Dass du deiner Wahrnehmung hier nicht vertraust, meine liebe Jungfrau. Das ist nämlich auch dieses Thema, was hier liegt. Also, liebe Jungfrau, ich kann dir sagen, was du im Juli, und bitte hörst dir dann einfach nochmal an, okay, wahrnimmst, entspricht tatsächlich der Wahrheit, ja? Sei vorsichtig ein bisschen mit Investitionen in Beziehungen, Partnerschaften, Verbindungen, Verbindlichkeiten. Das liegt hier auch und du hast hier absolut den Durchblick, ja? Und es geht darum, dir das immer wieder bewusst zu machen. Es sind hier 3 bis 5 Themen mit einem Haus, einer Wohnung und dem Thema Stabilität, die eine Herausforderung sind.
für dich und für etwas im Umfeld. Und hier geht es um irgendeine Situation mit einer Firma, einer Behörde und/oder mit einem Rückzug. Ein Rückzug im Leben, der einen gewissen Reifeprozess anzeigt oder hier eben etwas loszulassen, was mit einer Firma, einer Behörde zu tun hat, die mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und diese Herausforderungen, meine liebe Jungfrau, nur mal so am Rande noch, die Sonne liegt hier sehr günstig, nämlich im Haus des Schlüssels. Die Sonne ist immer die beste und schönste Karte ever. Egal ob im Lenormand oder im Tarot, die Sonne ist wirklich die beste Karte. Also mit Sicherheit hast du eine Riesenpower im Juli, weil der Sommer dir wahrscheinlich richtig Kraft gibt und Energie. Und diese Kraft und Energie nutze bitte, damit du hier noch einiges loslassen kannst, ja, an Komplikationen und Schwierigkeiten. Das ist etwas, was auch Herzenskummer macht. Es braucht eine Entscheidung hier für die Liebe. Es braucht eine Entscheidung, eine Lösung für ein Herzensprojekt. Es braucht hier eine Alternative. Und ich habe den Eindruck, es braucht ja auch so ein bisschen einen Schubs, dass du hier eine Blockade auf Herzebene überwinden kannst. Und es ist gut möglich, dass dieser Schubs kommt. Ja, 3 bis 5 Themen, die positiv sind, kann auch mit einer Herausforderung zu tun haben. Kann ich ebenfalls nicht ausschließen. Die Herausforderung, die hier liegt, hat immer mit Nachrichten zu tun, hat vielleicht mit einer Webseite zu tun, mit irgendwas im Internet, ja. Was schriftlichen, im Dokument, ein Brief, ein Anruf könnte es auch sein. Auf jeden Fall das Thema Kommunikation. Also ganz groß gefasstes Thema Kommunikation, okay? Ich sehe aber, meine liebe Jungfrau, dass du die ganzen Sachen hervorragend meistern wirst. Das möchte ich dir auch gleich sagen. Diese Unklarheiten sind schicksalshaft und wichtig, weil du dir hier, also das ist immer so der Selbstwert, der Selbstbetrug, den wir an uns verüben, der hier noch nicht sichtbar ist. Ich habe aber den Eindruck, dass du hier schon sehr gut weißt, worum es geht, meine liebe Jungfrau. Und du möchtest hier irgendwas noch abwarten, vielleicht weil hier der letzte Kick noch fehlt, ja? Du bist noch in so einer Entscheidungsphase, deswegen vielleicht genau diese Umwege, Komplikationen, die zweimal hier drinnen liegen mit einer Entscheidung. Sehr ungewöhnlich, hatte ich so noch nie. Und weil du hier mit irgendwas noch in der Planung bist, was mit dem Haus, einer Familie zu tun hat. Vielleicht überlegst du auch umzuziehen, weil irgendwas nicht passt. Das würde nämlich hier dafür auch wirklich sprechen. Und du hast hier 2 Angebote für was Neues, denn ich habe hier tatsächlich einen Umzug liegen, meine liebe Jungfrau. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich auch die Bewegungskarten noch finde. Die finde ich momentan noch nicht. Also hier geht es irgendwie um das Thema Umzug. Vielleicht für dich, aber es kann auch sein, ja, zweimal genau. Für dich, für ein Kind oder Neuanfang durch den Umzug, für eine Freundin, für ein Gegenüber. Kann auch gut möglich sein, dass hier ein Gegenüber das Thema hat, zu dir zu ziehen. Ja, das ist ebenfalls gut möglich. Und es könnte auch sein, dass es hier um einen Vater geht. Übrigens, Thema Vater, für diejenigen von euch, die einen Vater haben, der Vater könnte hier einen Krankenhausaufenthalt
als Herausforderung sehen. Und da sind ein paar Sachen, die sich dann auch angeschaut werden dürfen. Und dann sind da auch ein paar Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen kompliziert sind. Diese Komplikationen der Entscheidungswahl kann dann auch die Mutter betreffen, also sprich irgendwas in deinem Umfeld mit deinem Vater oder mit dem Thema Harmonie, Familie, die Stabilität ins Haus zu bringen, eine gewisse Harmonie im Haus herzustellen. Also da verändert sich was ins Positive, auf jeden Fall, definitiv. Da verändert sich etwas ins Positive. Oh, meine liebe Jungfrau, hier ist unfassbar viel drinnen. Ich könnte jetzt noch die Entscheidungen genauer anschauen und hier nochmal auf das Thema gehen. Das kann die Liebe zu einem Freund sein oder eine Freundin. Da könnte noch eine Investition stattfinden, die hier wirklich wertvoll wäre hier, ne? Eine Freundin, eine Seelenfreundschaft ist es hier auch. Also eine ganz tiefe Seelenfreundschaft habe ich hier auch liegen. Und da könnte tatsächlich, da ist ein Konflikt zu sehen. Und dieser Konflikt ist ein bisschen sehr stressig. Der hängt dir auch noch ein bisschen nach, ja? Hat vielleicht auch irgendwie mit dem Thema, was Altes aufarbeiten oder bearbeiten zu tun, wo du dir ein bisschen schwer tust. Gerade so auf Liebesebene. Da kann vielleicht auch ich so ein Seelenpartner hier helfen, weil das sehe ich hier. Also hier wäre der Erfolg sichtbar durch diese Person. Lösungen, Möglichkeiten, Entscheidungen, die den Erfolg bringen, mit Sicherheit durch eine Frau oder eben auch durch Umwege und Komplikationen. Und der ein oder andere bekommt hier tatsächlich über Umwege und Komplikationen gezeigt, was loszulassen ist. Also ihr schaut euch da was ganz genau an, was in eurem privaten Umfeld los ist und habt dann die Möglichkeit zu entscheiden, halte ich das fest oder lasse ich das los. Das hat mit Verantwortlichkeiten zu tun, das hat auch mit Schuldgefühlen zu tun. Also da klärt sich ganz viel. Aber positiv, ja, was du jetzt momentan vielleicht noch gar nicht so siehst. Obwohl du aber, ich habe den Eindruck, hier intuitiv schon die Klarheit hast, ja? Und der ein oder andere kann hier auch helfend und unterstützend bei einer schwierigen Situation tätig sein, die eine herzliche Frau mit einer ersten Tochter oder einem dritten Sohn hat. Um hier lang, also eine Investition in eine Beziehung oder Verbindung zu klären. Ist auch gut möglich, dass du als Therapeut arbeitest, kommt mir gerade noch mit dem Bär und dadurch Hilfe und Unterstützung gibst und hier wirklich wertvoll. Also es sind zwei wertvolle Menschen, die hier angezeigt sind. Der doppelte Schutz kann auch gegenseitiger Schutz sein, der hier stattfindet auf Basis der von Freundschaft, ja, auf Basis von Freundschaft und Freundschaft vielleicht, die dann auch sich anfühlt wie so nach Hause kommen, also sowas, was Geborgenes, das hat sowas von Geborgenheit. Und dass da eine Investition stattfindet in so eine Freundschaft, die so ein gewisses Gefühl der Geborgenheit vermittelt. Und hier ist eben so ein falscher Konflikt auch angezeigt. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass da eine Lüge im
Verborgenen ist, ne? Eine Lüge, die im Verborgenen ist, und der Plan dieser Lüge kann sein, dass der einfach Unordnung anzetteln will oder eine Verzögerung. Ne? Und auch so ein bisschen eine Depression, also so ein bisschen Traurigkeit habe ich hier auch liegen. Ne? Oder dass hier etwas Wertvolles beendet wurde. Kann auch sein, dass hier dann wirklich auch das Glück Thema ist, etwas Wertvolles zu beenden, damit was ins Fließen kommt. Das ist natürlich auch gut möglich. Also, liebe Jungfrau, ich hoffe ganz sehr, dass du hier tatsächlich diese Klarheit hast. Also, die hast du. Diese Klarheit hast du. Und das sagt mir auch, dass du hier diese ganzen Unklarheiten und Schwierigkeiten eliminieren wirst. Und wenn dir das noch nicht klar ist, dann schau einfach Mitte Juli rein. Dann, oder wenn du das außerhalb dieser Zeit siehst, schau einfach 2 Wochen später nochmal rein, okay? Oder 3 oder 4. Dann wird dir bestimmt einiges klar, um was es hier wirklich geht. Meine liebe Jungfrau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit jetzt im Sommer und ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben, für jedes liebe Kommentar und natürlich für jedes Abo. Alles Liebe, vielen lieben Dank. Tschüss.